Und er meint wirklich, die merken das nicht? RTL, also Deutschland, hat einen neuen Superstar. Tobias Regner ist der Name, den sie sich merken müssen. So ungefähr für ein Jahr. Der wilde RTL-Rocker setzte sich im Finale gegen Schmusemike durch und ist nun ganz offiziell das größte Gesangstalent Deutschlands. Wir gleich eine Gruppe hackern. Tackern. Auch Amerika hat einen neuen Superstar, den Neffen von US-Präsident George W. Bush. Pierce Bush ist nämlich gerade erstmals an die Öffentlichkeit getreten, um seinen Onkel zu verteidigen. Und wie es aussieht, ist er aus demselben Holz geschnitzt wie der US-Präsident. Vor allem zwischen den Ohren. Pierce, good morning to you. Good morning, Campbell. First of all, before I say anything about this, I want to say you all at the Today Show really know when to get a 19-year-old on TV. 6:15 a.m. on Saturday. This isn't my typical Saturday morning. I'm living on about 4 cups of coffee right now. So all right, well, hopefully that keeps me slightly sharp. You okay. Know what I'm saying? Let's see how we appreciate you coming on and sharing your view with us this morning. Thanks very much. I'm gonna go hit the bed. You know what I'm saying, Campbell? I hear you. A good call. Ja, Unterstützung kann George Bush gut gebrauchen, wo es doch im Irak nicht ganz so gut läuft. Auch die US-Armee beschreitet deshalb neue Wege und will in Zukunft Schmetterlinge rekrutieren. Diesen will man im Larvenstadium Mikrochips einpflanzen, die es erlauben, die Schmetterlinge später fernzusteuern und so zum Beispiel Sprengsätze aufzuspüren. Klingt ziemlich verzweifelt. Also mit einem Schmetterling klappt das schon mal garantiert nicht, mit Greta Otto, dem Glasflügelfalter. In dessen durchsichtigen Flügeln würde nämlich jeder Mikrochip sofort auffallen. Zum Glück, denn der Glasflügelfalter ist so, wie er ist, perfekt. Wie man auf diesen tollen Fotos von Martina Kolosko sehen kann. Worauf man bei Insekten übrigens auch immer achten muss, ist, dass sie keine Drogen nehmen. Welche Folgen das nämlich haben kann, haben Wissenschaftler schon vor 20 Jahren rausgefunden. Und zwar bei Spinnen. Während das Netz einer cleanen Spinne so aussieht, lässt der Ordnungssinn unter Haschisch-Einfluss schon deutlich nach. Und eine Spinne, die Kaffee trinkt, ist zwar richtig wach, wird allerdings wohl kaum richtig satt. Also, wie es richtig gemacht wird, können alle Spinnen und Interessierten hier nochmal angucken. Viel Spaß beim Nachbauen. Die beste Droge ist ja sowieso immer noch der Sport. Okay, und Shopping. Und perfekt ist es natürlich, wenn beides zusammenkommt, wie beim Stiletto Run. Den veranstaltet alljährlich die niederländische Frauenzeitschrift Glamour. Beim Stiletto Run rennen Frauen auf High Heels um die Wette. Und vor allem um einen Einkaufsgutschein im Wert von 10.000 Euro. Tut mir leid, Frau Schwarzer, aber das ist die Realität. So, und nach der ganzen Tortur sollten Sie Ihren Füßen jetzt aber mal unbedingt was Gutes tun. Zum Beispiel mit Slippies, den Hausschuhen für die Mikrowelle. Einfach 90 Sekunden in die Mikrowelle legen und Ihre Füße bleiben bis zu 2 Stunden schön warm. Und das riecht sogar besser als das, was Sie sonst so kochen. Ja, und dann können Sie sich schön aufs Sofa setzen und müssen sich den Rest des Tages nicht mehr bewegen. Okay, irgendwann müssen Sie natürlich ins Bett. Aber selbst dafür müssen Sie nicht aufstehen, denn Sie haben ja Rimon. Den knuddeligen Roboter mit der weichen Haut. Der erste Roboter, der sie auf Händen trägt. Der bringt sie sogar ins Bett, wenn sie wollen. Oder noch besser, ihren Ehepartner, wenn der wieder mal nervt. Ja, dann gute Nacht. Laufen müssen sie jetzt nicht mehr, also höchstens noch bei Flabber. Da müssen sie aber einfach immer nur auf dem vorgegebenen Weg bleiben. Und ohne High Heels ist das doch ein Klacks. Falls Ihnen aber selbst das zu anstrengend ist, spielen Sie doch Tetrod. Da müssen Sie nur ein paar Kacheln bewegen und ein paar Gehirnzellen. Die aber heftig. Viel Spaß! Das war Ehrensenf. Ich bin Sarah. Tschüss!